König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir wollen heute mit euch und unserem Gast über Dead Zone reden. Ein Buch, das durchaus ein gewisses Diskussionspotenzial mit sich bringt, weil es gerade in Hinsicht auf die aktuelle politische Weltlage durchaus eine neue Ebene erhalten hat, die es früher noch nicht hatte. Aber dazu kommen wir gleich im Gespräch. Um dieses Buch mit euch zu reden, haben wir uns wie immer einen Gast eingeladen. In diesem Fall ist es wieder der Umwumukum, auch bekannt als Christian, auch bekannt als Obuoman. Christian, hallo. Servus, grüßt euch zusammen. Außerdem habe ich wie immer dabei den lieben Flo. Guten Abend. Und natürlich auch wie immer den tapferen, starken Jonas. Hallo. Falls ihr euch wundert, warum ich diese Einleitung gewählt habe, glaubt mir, für dieses Buch muss er tapfer sein, gerade wenn er das Elend noch nicht kennt. Was gibt es Neues? Wie gesagt, wir wollen heute über dieses Buch reden. Bevor wir damit aber anfangen, gibt es eine kleine Neuerung. Wir wollen nämlich allen unseren Gästen die Möglichkeit eröffnen, sich und vor allem auch ihre eigenen Projekte ein bisschen näher vorzustellen. Und da wir diese Kategorie mit dieser Folge erst eingeführt haben, möchte ich an dieser Stelle den Christian bitten, sich doch noch mal kurz vorzustellen für alle Hörer, die ihn noch nicht kennen. Ja, dann mache ich das mal gerne. Ja, ich bin in der Podcast-Welt als Oboman bekannt, habe als Hörer angefangen, dann mit Audiokommentaren eingestiegen, wo ich mich auch immer als Oboman melde. Das hat übrigens mit meinem Beruf zu tun. Ich habe Oboe studiert und bin immer schon im Netz als Oboman unterwegs. Mittlerweile habe ich den Umwumukum-Podcast www.umwumukum.de. Wirst du vielleicht nachher verlinken. Natürlich. Das macht mir viel Spaß. Da berichte ich zum einen über meinen Beruf, aber auch über meine Erlebnisse in der ganzen Welt. Viele Umzüge, über Camping, Motorradfahren, jetzt neuerdings Bogenschießen, ein wichtiges Thema. Also kein reiner Personal-Podcast, sondern immer so, es gibt immer ein Thema, über das ich dann spreche. Manchmal habe ich auch Gäste dabei. Dela war auch schon da. Und das macht viel Spaß. Was ich auch reichlich tue, das werden viele wissen, ist Audiokommentare schicken. Ich tippe nicht gerne da in so einen Kasten rein, sondern wenn ich was zu sagen habe, spreche ich es in das Mikrofon, habe ein wunderschönes Mikrofon und verschicke das allseits. Und vor einiger Zeit habe ich auch angefangen, das dann sozusagen in einem extra Feed zu bündeln. Ich bilde mir nicht jetzt ein, dass da alle jetzt stundenlang die Audiokommentare nachhören, aber da sind sie aufgeräumt, da gehen sie nicht verloren. Das ist dann der Senf dazu Podcast, nennt er sich. Ja, das ist das, was ich so am Mikrofon treibe und bin auch eben gerne Gast in Sendungen und deswegen auch heute gern bei euch wieder dabei. Das freut uns auch sehr. Gut, und dann würde ich sagen, ist das auch ein guter Zeitpunkt, um direkt in die Sache einzusteigen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle den Flo bitten, gib uns doch die zeitliche Einordnung. Ja, seit dem Jahr 1977 läuft es für King ja ziemlich gut. The Shining ist gerade frisch veröffentlicht und ein absoluter Bestseller. Stanley Kubrick hat sich die Filmrechte dafür gesichert. Und nachdem er das jahrelang ganz allein gemacht hat, hat sich King jetzt nach den Problemen, die er mit seinem Verlag Doubleday hatte, entschieden, einen Literaturagenten zu nehmen. Kirby McCalls. Der gute Mann verschafft King dann auch einen Vertrag bei der New American Library über 3 neue Bücher und über die Bachmann-Bücher, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und für diese 3 neuen Bücher bekommt er auch einen Garantievorschuss von $2.5 Millionen. Also die Zeiten des armen kleinen Englischlehrers sind jetzt endgültig vorbei. 2 von diesen neuen Büchern hat King zu dieser Zeit auch schon zumindest in der ersten Fassung fertig geschrieben. Das eine ist Feuerkind, da werden wir in einer der nächsten Folgen dazu kommen. Und das andere ist ein Roman, den er Mitte der 70er angefangen hat und der dann irgendwie brach lag. Und plötzlich kam ihm die Idee, man könnte noch ein übernatürliches Element einbauen. Ein Mann, der nach 5 Jahren im Koma hell sehen kann. Und schwupp, war der Dead Zone geboren. Und der Roman erschien auch 1979 dann und landete prompt auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste.
Das Buch erschien 1980 zum ersten Mal in Deutschland, in einer stark gekürzten Fassung damals noch. 1987 erschien das Buch dann in einer Neuübersetzung, erstmals auch in Deutschland komplett. Ja, und das Buch führt uns auf eine Reise durch die kompletten 70er Jahre. Und wie Dela schon gesagt hat, vermutlich auch zu Diskussionen über aktuelle Politik. Aber bis wir soweit kommen, Jonas, erzähl uns mal, worum es in diesem Buch überhaupt geht. Es geht um John Smith, ein sehr außergewöhnlicher Name. Ja, dieser John Smith hat in seiner Kindheit einen Unfall, fällt er auf den Kopf und hat seitdem leichte hellseherische Fähigkeiten. Er ahnt, wo Dinge sind und ja, hat manchmal, ja, meistens irgendwelche Ahnung, die er hat. Ja, dann macht es einen Sprung und einige Jahre später ist jetzt ein 22-jähriger Highschool-Lehrer, besucht mit seiner Freundin Sarah einen Jahrmarkt und da gewinnt er dank seiner Fähigkeiten beim Glücksrad über $500. Die bringen ihm allerdings nicht viel, da er in derselben Nacht einen Autounfall hat und ins Koma fällt. Ja, die Jahre vergehen, Sarah heiratet, wird schwanger, Johns Mutter steigert sich in religiösen Wahn und nahe seiner Heimat begeht der Castle Rock Bürger, der noch eine Rolle spielen wird, seinen ersten Mord. Ja, nach 4,5 Jahren wacht John aus dem Koma auf. Er hat leichte Hirnverletzungen zurückbehalten, was dazu führt, dass er eine sogenannte tote Zone in seinem Gedächtnis hat. Er kann sich da zum Beispiel Adressen nur sehr schlecht merken und schreibt sie sich immer auf und hat sie bei sich. Allerdings hat sich seine Hellsicht eher verstärkt. So kann er manchmal, wenn er jemanden berührt, Teile aus dessen Vergangenheit oder Zukunft sehen. Und ja, Ähnliches kann ihm auch passieren, wenn er Gegenstände anfasst. Ja, seine Gabe lässt sich nicht allzu lange verheimlichen und kommt noch an die Öffentlichkeit, während er im Krankenhaus ist. Und als seine Mutter ihn im Fernsehen sieht, wie er seine Fähigkeit vor Reportern vorführt, erleidet die einen Schlaganfall und stirbt an den Folgen. Ja, nach einiger Zeit wird er von George Bannerman, dem Sheriff von Castle Rock, um Hilfe bei der Mordserie dieses Bürgers gebeten. Er löst dann dank seiner Fähigkeiten den Fall noch direkt am gleichen Tag. Der Mörder ist ein Hilfs-Sheriff, der sich umbringt, nachdem er mitbekommen hat, dass John bei den Ermittlungen hilft. Ja, dann ist er irgendwann bei einer Wahlkampfveranstaltung und schüttelt da die Hand von Craig Stilson. Das ist ein korrupter Politiker, der auch vor Nötigung und Mord nicht zurückschreckt. Und ja, John sieht, dass Stilson eines Tages Präsident sein wird und einen schweren Atomkrieg verursachen wird. John weiß nicht genau, was er tun soll, zieht sich aus seinem bisherigen Leben zurück. Als aber dann ein Hirntumor bei ihm festgestellt wird, beschließt er, Stilson zu erschießen. Ja, das klappt nicht so, wie er möchte, das heißt, er erschießt ihn nicht, aber da Stilson ein Kind nimmt, um sich vor der Kugel zu schützen, ist sein Ruf als Politiker ruiniert, seine Karriere beendet und somit auch dieser Atomkrieg verhindert. Und im Prinzip war es das mit der Geschichte. Und du hast behauptet, sie hätte Inhalt. Ich sagte Handlung, nicht Inhalt. Nein, ihr merkt eventuell schon, dass hier es so ein paar Fronten gibt. Ich weiß nicht, ob es nur zwei sind oder mehrere. Aber auf jeden Fall sind die Meinungen über dieses Buch durchaus geteilt. Bevor wir darüber aber reden, wollen wir es wie immer wirklich so machen, dass wir über die Charaktere einzeln reden? Oder wollt ihr es wie immer frei halten? Ich denke, wir können so die Grundcharaktere zumindest mal anschneiden bei diesem Buch. Okay. Das sind ja nicht so viele. Genau. Ja. Dann würde ich gleich sagen, fangen wir an der Stelle mit John an. Was haltet ihr denn von John? Also wie der Name schon sagt, ist Johnny Smith natürlich der prototypische Amerikaner schlechthin. Das ist so ein Standardname und die Figur ist ja dieser typische Nice Guy, den wir auch in The Stand ja schon öfter hatten. Und ich würde sagen, was meint ihr, ist es der sympathischste Hauptcharakter, den wir bis jetzt hatten, oder ist er euch zu blass?
Der ist mir nicht nur zu blass. Erstens ist er mir zu weinerlich. Zweitens ist er mir zu glatt. Entwicklung macht er meiner Meinung nach auch nicht durch. Eigentlich kommt er nur von einem Mimimi ins andere Mimimi und macht dazwischen aus Versehen mal was halbwegs Sinnvolles. Aber nicht mal mit Absicht. Damit passt er perfekt in die heutige Zeit. Richtig. Aber also sympathisch finde ich ihn überhaupt nicht. Da konnte ich selbst den Typ aus Amok mehr leiden als ihn. Okay, da könnten wir drüber streiten. Also ich habe schon mit ihm mitgefiebert und mitgelitten. Also ich konnte mich da eigentlich eher, also nicht identifizieren, aber ich war eigentlich hauptsächlich an der Figur dran, an den anderen am wenigsten, auch an der Geschichte war ich, konnte ich nicht eindringen, aber die mit der Hauptfigur Johnny bin ich eigentlich ganz gut mitgegangen. Okay. Ich denke, auch ihm passiert halt nur Scheiße, da kann man auch das Mimimi verstehen. Deswegen, ja, also ich konnte mit ihm mitfühlen. Ich denke, das geht auch dadurch, dass er eigentlich charakterlos ist. Dadurch kann sich also jeder in diese Figur reinfühlen. Er ist halt wirklich dieser John Smith. Dieser, ja, alltägliche Mann. Ja gut, ich muss an der Stelle schon mal vorgreifen. Ihr wisst, ihr kennt mich, ihr hört mich jetzt nur mittlerweile seit 16 Folgen aufwärts. Ich kann im Normalfall mit diesen Charakteren nichts anfangen. Das war schon immer so, das wird sich auch nicht ändern. Ich war immer für die eher an Fleck gemahnenden Charaktere. Und auch in diesem Buch ist es so, ich finde den Antihelden sehr, sehr viel sympathischer und sehr viel charismatischer und sehr viel mehr der Zeilen würdig als den eigentlichen Hauptcharakter. Die Frage ist ja, ob das nicht auch wieder Absicht ist vom Stephen King. Denn wenn man schon liest, worum es geht, also er natürlich hat eben Fähigkeiten, wie du gerade gesagt hast. Ich hatte natürlich auch erst erwartet, wahrscheinlich viele, dass es da jetzt richtig rund geht, dass da ständig irgendwas passiert, dass der in die Zukunft gucken kann, in die Vergangenheit, dass er Dinge verändern kann. Aber erstaunlicherweise macht er das ja eigentlich relativ selten in dem ganzen Buch. Mhm. Wenn er jetzt so ein richtig cooler, entwickelter Typ wäre, der dann also ganz gezielt diese Fähigkeiten einsetzen könnte und würde, dann wäre da wahrscheinlich viel mehr passiert, beziehungsweise dann müsste man auch sagen, Mensch, das führt ja dann ins Unendliche, ja, wenn man einfach solche Fähigkeiten da mal reinschreibt in ein Buch. Dann wird sie irre. Und in dem Buch ist doch eigentlich recht selten vorgekommen, dass er das eingesetzt hat, beziehungsweise mir kam es auch vor, dass es mehr zu ihm kam, als dass er gesagt hat, so, jetzt mache ich was. Da stimme ich dir vollkommen zu, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich muss auch sagen, der Einsatz seiner Kräfte, soweit er sie denn aktiv einsetzt oder auch nur passiv eingesetzt bekommt, den finde ich im Buch relativ plausibel und relativ okay beschrieben. Das ist auch nicht das, was mich an dem Charakter stört. Was mich an dem Charakter stört, ist das Mimimimimi, mir tut alles weh, Mimimimimi, das ist alles so entwürdigend, Mimimimimi, jetzt fickt auch noch meine ehemalige Freundin, die vor 4 Jahren, also so sinngemäß, ich will es mal ganz deutlich machen, wo ich vor 4 Jahren den Fick verpasst habe und jetzt fügelt die einen anderen und was ist denn das für eine blöde Kuh? Ich habe das wahrscheinlich ein bisschen überzeichnet gelesen, aber ich finde diesen Menschen als Figur so anstrengend beschrieben und so, die Welt ist ungerecht, er wäre gern ein Hiob, aber er hat nicht die Würde dafür, um sein Los so zu tragen wie ein Hiob. Ja, er ist eine unheimlich passive Figur. Ja. Also bis auf das Ende mit dem Attentat kommt alles zu ihm. Er wird mehr durch das definiert, was andere Leute an ihn herantragen oder durch seine Beziehung zu anderen Leuten, als durch das, was er wirklich selber macht. Genau. Ja, das ist anstrengend. Da gebe ich dir schon recht. Okay, ja. Ja, ich denke, er will halt einfach ein normales Leben führen und will mit dem ganzen Gedöns, mit Hellsehen und so nichts zu tun haben. Deswegen zieht er sich auch zurück und ja, macht selten aktiv was, sondern es wird fast immer nur an ihn herangetragen, dass er was tun soll. Natürlich, wie gesagt, also gerade zum Beispiel diesen Einsatz der Gabe, das finde ich vollkommen nachvollziehbar. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich da Bock drauf hätte, damit rumzuzaubern. Aber ich sag's mal so, wenn du halt 4 Jahre lang deine Freundin nicht anguckst, dann ist es klar, dass er davon läuft. Und dann brauchst du dir halt nicht unbedingt ihr Vorwürfe zu machen, dass er dann halt davon gelaufen ist. Und das ist eben das Problem. Er definiert sich über seine Verluste. Und das kann ich nicht leiden. Okay, weil das habe ich gar nicht so
wahrgenommen, dass er da wirklich so rumjammert, weil er sie verloren hat oder auch, dass er die Mutter verloren hat oder so. Das habe ich so nicht gelesen. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich eine Lesartfrage. Das kann sein. Ja gut, bei der Mutter hätte ich auch nicht so gejammert. Und bei der Freundin, die beiden, ist das erste Date, wenn ich mich nicht irre, oder? Mhm, genau. Ja, also es ist nicht so, als hätten die eine jahrelange Beziehung gehabt und er fällt ins Koma und sie haut ab. Es ist schon sehr verständlich, was sie macht. Ja, eben. Und wie gesagt, mir ist dann seine Reaktion ein bisschen zu... Ich meine, klar, ich würde auch kotzen, davon mal ganz abgesehen, aber die Erwartungshaltung, die er an andere Menschen hat, wie sie jetzt gefälligst mit ihm umzugehen haben, finde ich schwierig. Ja. Okay, kommen wir vielleicht an den Punkt, weil einig werden wir uns das sicherlich nicht, aber reden wir vielleicht an dem Punkt wirklich mal über die Gabe. Findet ihr die Gabe an sich so gut beschrieben, also nachvollziehbar, was da passiert, wie es sich das anfühlt? Überhaupt nicht. Okay. Also gut, das ist natürlich auch ein Fiction-Roman, also die Todeszone, ein abgestorbenes Teil im Gehirn soll dann dafür zuständig sein, dass er besonders etwas gut kann. Mhm. Geht natürlich jenseits wissenschaftlicher Vorstellungskräfte und dann muss man sich halt selber einen Reim drauf machen, warum das jetzt so sein könnte. Mhm. Aber zum Beispiel diese reinen Visionen, hast du dich da, ja, konntest du das nachvollziehen, was du glaubst, was er empfunden hat in dem Moment oder was er gesehen hat? Konntest du das relativ gut nachvollziehen für dich selbst? Jetzt ohne die Ursache zu kennen. Ja, in dem Moment, wo das aufgetaucht ist, tatsächlich. Im Gegenteil, das fand ich sogar mit die besten Szenen in dem Buch. Da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Gut, wie ist dann, würdet ihr, wenn ihr diese Gabe hättet, das ist ja eigentlich die große Frage in diesem Buch, wenn ihr so eine Gabe hättet, würdet ihr euch das antun, so muss man es ja schlicht und ergreifend formulieren, würdet ihr es euch mit all den Implikationen antun, die das Ganze hat, eben sowohl Dinge wissen zu müssen, die man gar nicht wissen will, aber vor allem auch dann die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen, die man vielleicht gar nicht haben will? Würdet ihr das einsetzen oder würdet ihr euch auch versuchen, davor zu verstecken, so gut es geht? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nee, das ist so weit weg von dem, was möglich ist, dass ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Okay. Also ich denke, ich würde diese Gabe nicht wollen. Ich würde mich eher verstecken, das Ganze nicht an die große Glocke hängen. Möglicherweise würde ich sie einsetzen, aber nicht an die Öffentlichkeit gehen, denn die Öffentlichkeit zerfleischt einen. Ist egal, ob man Recht hat oder nicht Recht hat. Ja. Wenn du mit so einer Gabe auskommst, da bist du dran. Und so rein privat einsetzen würdest du es aber gegebenenfalls? Wahrscheinlich würde mir nichts anderes übrig bleiben, ich habe ja die Vision. Ja. Ja, und ich glaube auch gerade so Sachen wie Glücksrad, Lotto oder sonst was, das wäre schon sehr verlockend. Okay, Christian, du bist unsere moralische Instanz. Wie siehst du das? Also ich denke, der Mensch ist neugierig und man wird sich, glaube ich, nicht verschließen können. Also ich würde es keinem abnehmen, der sagt, nee, ich setze das nicht ein. Wenn man das hat, was ich keinem wünschen würde, ich glaube, dann in irgendeiner Weise kann man nicht drumherum und sagt, ich will doch wissen, was dieses ist oder was jenes ist. Das glaube ich schon, dass das so fast jeden treffen würde. Und die Frage nach der Verantwortung, würdet ihr die dann auch wahrnehmen? Oder würdet ihr das sehen als nur, dass ich das weiß, heißt ja nicht, dass es mein Problem ist? Ich glaube, dass ich hätte ein moralisches Problem, nichts zu tun. Okay. Dass ich einfach ein furchtbar schlechtes Gewissen bekäme, wenn ich nichts mache. Und vielleicht auch wie John Kopfschmerzen. Das scheint ja eine Sache zu sein, dass wenn er nichts tut, dass er Kopfschmerzen bekommt. Ich glaube, es würde davon abhängen, was ich sehe. Ich meine, wenn ich verhindern kann, dass irgendwo ein Haus abbrennt und Leute sterben, natürlich würde ich was machen. Die wichtige Frage ist natürlich diese berühmte, würdest du Hitler töten, Frage. Du fasst einen, wir lassen mal Parteien weg, du fasst einen Politiker an. Und erkennst, oh Scheiße. Ja. Das ist, glaube ich, die wichtige Frage. Würdet ihr euren Visionen so trauen, dass ihr tatsächlich ein Attentat in Betracht ziehen würdet? Trauen würde ich den Visionen soweit, ob ich das Attentat dann
deshalb in Anbetracht ziehen würde, ist eine zweite Frage. Wenn ich mich verweigern würde, diese Verantwortung zu übernehmen, dann würde es nicht daran liegen, dass ich meinen Visionen misstraue, sondern einfach, dass ich das dann als nicht mein Problem einstufe. Und sagen wir es mal, das ist ein Atomkrieg, den du vorher siehst. Da kannst du nicht sagen, das ist nicht mein Problem. Ja doch, die Frage ist ja, wann kommt der? Und das war ja auch in dem Buch jetzt nicht gesagt. Ich meine, er würde ja gerade durch, nachdem er dann erfahren hat, dass er seinen Hirntumor hat, er hat jetzt so quasi seine Freundin schon verloren. Also ist die eigentlich aus der Rechnung, wenn man zynisch ist, um Gottes Willen, ich will das so nicht sagen. Aber die ist aus der Rechnung quasi rauszunehmen an Dingen, die er zu verlieren hat. Seine Mutter ist tot. Okay, der Vater ist noch da. Und er selber weiß, dass er in ein paar Monaten eh drauf geht. Das heißt, er wird den Atomkrieg nicht überleben. Das heißt, der Schluss liegt nahe, für sich selbst zu sagen, okay, ist nicht mein Problem, weil ich erlebe es eh nicht mehr. Und Kinder hat er keine. Hier würde sich für mich jetzt wieder die Frage stellen, wenn ich eh drauf gehen muss, kann ich nicht dann versuchen, für den Rest der Menschheit irgendwas besser zu machen? Genau. Das wäre für mich dann hier die Frage, ja. Aber damit man nicht falsch verstehen, in diesem Buch hat er ja nicht Fähigkeiten, etwas zu ändern, sondern hauptsächlich etwas zu sehen. Genau. Und dieses Verändern ist ja dann auch richtig schief gegangen da am Schluss. Genau. Und so wäre es ja jetzt auch angenommen, ihr würdet sehen, ein fiktiver amerikanischer Präsident hätte etwas vor und wir würden das dank der Fähigkeiten erfahren. Was willst du denn jetzt machen? Willst du da beim FBI anrufen und sagen, mach den mal weg, der spinnt? Oder willst du selber mit der Pistole hingehen? Klappt mit Sicherheit nicht. Du könntest gar nichts machen. Ja? Jetzt mal ganz aktuell, wenn du das sehen würdest, was willst du da tun? Du kannst nichts tun. Ja, eben. Aber die Frage ist halt, wie weit würdest du überhaupt den Willen haben? Das ist eigentlich, glaube ich, noch viel mehr als die Frage nach dem Können, vor allem die Frage nach dem Willen. Ich meine, den Willen habe ich jetzt schon. Auch ohne. Okay. Auch ohne Voraussicht. Aber ich kann's nicht. Ja. Ich wüsste nicht wie. Ja, das ist halt, glaube ich, gerade auch ein sehr interessanter Kontrast in der Geschichte, dass eigentlich diese tief empfundene Machtlosigkeit ja erstmal dadurch kommt, dass er überhaupt die Macht hat, Dinge zu wissen. Das ist eigentlich, finde ich, der eigentlich schöne Kniff in dem Buch. Ja, das ist dieser berühmte Satz aus Spider-Man. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er auf Knopfdruck nachgucken kann. Ich hatte eher den Eindruck, also so habe ich es gelesen, aber ich habe es leider etwas, sagen wir mal so, oberflächlich nur überflogen, konnte nicht so richtig tief eintauchen. Umso mehr freue ich mich, heute hier zu sein, um von euch noch zu lernen über das Buch. Aber ich hatte doch den Eindruck, dass diese Visionen ihn überkommen haben. Ja. Also er ist nicht aktiv hergegangen und hat gesagt, so, jetzt schauen wir mal, was da los ist, sondern plötzlich kam was. Also so kam es mir zumindest vor. Ja, also so habe ich es auch gelesen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Frage ist halt trotzdem, selbst wenn dich das übermannt und du es nicht aktiv suchst, dann hast du halt gerade dann trotzdem die Verantwortung, damit in irgendeiner Form umzugehen. Ja, das ist klar. Und bei einer Situation allerdings doch, da ging es ja dann in die andere Richtung, in die Vergangenheit. Das hatte ich auch erst gar nicht so kapiert. Wieso kann er jetzt gucken, was war? Eigentlich hat er doch immer sehen können, was kommt. Eben das, wo er dem Sheriff helfen sollte, das war ja eine aktive Aktion. Der Sheriff kam, sagte, geh mit und mach mal. Genau. Und dann ging er und machte und hat auch dann die Lösung gefunden. Das war so ein bisschen anders wie die anderen Situationen. Genau. Naja, gut, aber diese, also dass er so ein bisschen zumindest in die Vergangenheit kann, das hatten wir ja öfters, weil die haben ihm ja Schals geschickt und Ringe und Kram und wo ist meine Tochter hin verschwunden und solche Sachen. Das liegt ja dann theoretisch auch alles in der Vergangenheit. Also, dass er das so halbwegs kann, wahrscheinlich nicht ganz so klar wie in die Zukunft, das war ja der Fall. Das war auch so relativ deutlich gesagt, glaube ich. Ja, gerade auch, als er ganz am Anfang den Arzt berührt hat. Genau. Seine Mutter gefunden hat. Das lag ja auch weit in der Vergangenheit. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wenn er sich wirklich darauf einlassen würde, wie bei diesem Serienmörder, vielleicht könnte er seine Kräfte wirklich kontrollieren und könnte mehr damit machen. Mhm. Aber da habe ich so das Gefühl, dass er sich wirklich dagegen sträubt, dass er es eigentlich gar nicht wahrhaben will, dass er diese Kräfte überhaupt hat. Mhm. Naja gut, und vor allem ist halt die Frage, welchen Preis bezahlt er dafür, das exzessiv zu machen? Weil es ist halt auch, also zumindest habe ich das nicht so rausgelesen, nicht ganz klar, ob dieser Hirntumor beziehungsweise auch dieses Nasenbluten und so weiter entsteht, weil er
versucht, Dinge zu unterdrücken, oder weil die kommen, weil eben Dinge auf ihn einfluten und er nicht Herr wird. Das ist halt die Frage, was ist jetzt der Preis dafür, da hinzugucken? Genau, das wird recht offen gehalten in diesem Buch, woran das jetzt liegt. Genau, gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr erstmal an der Stelle, wir können ja dann in der normalen Besprechung darüber weiterreden, habt ihr zu John noch irgendwas direkt zu sagen? Sonst würde ich sagen, reden wir kurz über Sauer. Das ist die Freundin. Können wir machen. Ja. Auch die habe ich persönlich als relativ schwierigen Menschen empfunden. Ihre Reaktion allerdings war durchaus nachvollziehbar. Also es ist zwar natürlich trotzdem eine moralische Frage und sie hat sich ja nicht einfach gemacht. Das fand ich eigentlich auch ganz schön beschrieben im Buch. Aber die Reaktion selber finde ich wirklich durchaus nachvollziehbar. So im Ganzen wirkt die mir aber auch ziemlich anstrengend, was das ganze Zwischenmenschliche so angeht. Auch im Umgang mit ihrem neuen Mann, wie sie sich dann auf einmal mit ihm streitet, weil er ein falsches Wort gesagt hat. Und zum Beispiel auch, wie sie reagiert, als John damals beim ersten Date mit dieser Jekyll- und Hyde-Maske sie erschreckt. Ich finde die relativ nichtssagend, aber da, wo sie was sagt, ist sie anstrengend. Sehe ich relativ ähnlich, ja. Ich meine, sie taucht sowieso nur in der ersten Hälfte des Buchs eigentlich wirklich auf. Mhm. Sie wird weggefügelt. Ja, aber nicht im positiven Sinne. Um es mal zusammenzufassen. Das Buch ist sehr, sehr episodenhaft aufgebaut. Also es wundert mich nicht, dass es eine Fernsehserie dazu gibt. Das ist prädestiniert dafür. Mhm. Und wenn man das Buch als Fernsehserie sieht, ist sie wirklich nur so Gaststar, mal am Anfang, im Pilotfilm und dann so in vereinzelten Episoden. Mhm. Sie ist eigentlich die weibliche Hauptfigur, hat aber für mich keine Entwicklung. Sie ist unglaublich blass und sie spielt auch in der Geschichte keine Rolle. Also, ja. Da würde ich dir gleich an der Stelle widersprechen. Ich glaube nicht, dass sie die weibliche Hauptfigur ist. Wenn ich die Rolle der weiblichen Hauptfigur vergeben würde, dann an die Mutter. Weil sie halt auch die treibende Kraft dahinter ist, dass John sich seiner Gabe in irgendeiner Form stellt. Ja, aber die Mutter ist noch weniger in dem Buch drin als ja, aber Mütter sind übermächtig. Das ist ja, die Mutter muss ja nicht ständig peitschenschwingend auftauchen, sondern es reicht, dass sie in der Figur der Mutter da auftaucht, damit sie eine entsprechende Autorität hat auf ihn. Und auf den Leser im Zweifel. Das sehe ich sogar ein bisschen anders, weil ich habe da meine Zitate auch genau aus diesem Bereich raus. Ich finde, dass Johnny zu seiner Mutter jetzt nicht so dieses Verhältnis hat, dass sie tatsächlich so eine Macht über ihn hat. Hm. Sie ist ein wichtiger Einfluss in seinem Leben, das stimmt schon. Aber es wird ja immer mehr beschrieben, gerade in diesen Jahren, in denen er im Koma liegt, wie sie immer mehr diesen religiösen Wahn, den wir bei King ja schon öfter gesehen haben, wie sie da rein verfällt. Und ich glaube, dass sie, als Johnny dann zurückkehrt, tatsächlich kaum noch Einfluss auf ihn hat. Also zu Sarah nochmal, ich finde auch nicht, dass sie eine Hauptrolle ist. Ich finde eher, sie ist Füllmaterial. Mhm. Weil sie hat, ja, sie bringt keine wesentlichen Wendungen rein und hat ja wenig Einfluss auf John. Naja, ich persönlich glaube, dass ihre einzige Funktion die ist, um zu verdeutlichen, der Mann muss erstmal alles verlieren, was er hat, damit er dann in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen, die ihm bevorsteht. Das würde er nicht machen, wenn er eine kleine, kuschelige Familie hätte und alles wäre toll und alle wären glücklich. Das, glaube ich, ist ihre einzige Funktion in dem Buch, der personifizierte Verlust zu sein. Ja, sie hilft quasi beim Aufbau von Johns Charakter. Genau. So ein bisschen. Aber aber wirklich die Handlung voranbringen tut sie ja nicht, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja. Es gibt ja eine Filmversion und die erwähnte Serienversion. Und in beiden spielt sie eine wichtigere Rolle. Okay. Also in dem Kinofilm ist es zumindest so, dass sie und ihr Mann Stilson kennen und dass es am Ende auch ihr Sohn ist, den Stilson als Schutzschild hochhält. Und in der Serie ist es tatsächlich so, dass das Kind von Johnny ist und dass sie dann wirklich auch eine wichtige Rolle noch in seinem Leben spielt. Aber die Serie hat dann wirklich auch, da ist sie dann auch mit Sheriff Bannerman verheiratet und so. Also da ist dann schon einiges neu gemischt worden. Okay. Da finde ich sie tatsächlich interessant, ein interessanter Charakter. Aber hier in dem Buch ist, ja. Christian?
Ich denke, wenn ich mir das jetzt so überlege und auch euch zuhöre, würde ich sagen, es gibt keine zweite Hauptrolle. Johnny ist die Hauptfigur und alle anderen Figuren, weil wir können jetzt den Vater noch ins Spiel bringen, wir können noch seinen Arzt ins Spiel bringen, die sind alle immer irgendwie mit präsent oder auch nicht, genauso wie Sarah, genauso wie die Mutter. Ich sehe keinen von denen noch als gewichtige Hauptrolle. Okay. Ja, am ehesten noch Craigsdale. Ja. Genau. Ich denke, zu dem kommen wir jetzt, oder? Ja, bevor wir dazu kommen, würde ich noch ganz kurz sagen, Frage an dich, Flo, du hast da mehr Ahnung als wir. Wir haben jetzt schon, ich glaube, die fünfte Mutter oder so, die eben diesen religiösen Wahn hat und diesen ganzen Blödsinn. Gibt es da einen biografischen Zusammenhang oder kann er einfach nur solche Mutterfiguren schreiben? Also seine Mutter ist meines Wissens nicht religiös so wahnsinnig gewesen. Ich glaube, es hat einfach mehr damit zu tun, dass King damals als junger Mann die Kirche als Institution doch ziemlich abgelehnt hat und dass diese Figuren oder auch der Pfarrer in Brennmoos Salem, dass das einfach nicht als sympathische Figuren dargestellt werden konnte. Okay. Also, ja. Aber ich glaube persönlich, vielleicht gab es eine verrückte Tante, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Mir ist nichts bekannt. Was ich in dem Kontext, nur um das kurz abzuschließen, auch ganz lustig finde, dann haben wir nämlich die Familie auch hinter uns. Obwohl King als vaterlos aufgewachsen ist, mehr oder weniger, wir haben jetzt auch schon wieder das dritte oder vierte Buch, wo der Schwiegervater eine unglaublich angenehme Figur ist. Das finde ich auch relativ beachtlich, weil in dem ganzen Buch ist mir der Vater von ihm selbst, also von John der Vater, eigentlich die angenehmste und sympathischste Figur. Ja, der Mann strahlt Ruhe aus. Das ist irgendwie sympathisch, ja. Das ist schön. Nein, aber das fand ich sehr beachtlich, weil eben, wie gesagt, King, da Bab ist ja abgehauen, da war er noch, ich glaube, 5 Jahre oder so alt. Also eigentlich sehnt er sich wahrscheinlich da auch so ein bisschen in seiner Fiktion danach, da einen Ruhepol reinzubringen. Gut, das nur dazu. Jetzt können wir zu Greg Stilson kommen, wenn wir wollen. Ja, Stilson ist ja... Er ist nicht der Bösewicht der Geschichte, er ist für mich der Antagonist. Mhm. Weil er will ja eigentlich Johnny gar nichts. Er kennt ihn ja nicht mal die meiste Zeit oder eigentlich gar nicht. Und er ist ihm scheißegal. Und Stilson, sagst nennen wir den Trump. Ich? Trump. Es ist interessant, dass das King wirklich in den 70ern diese Figur geschaffen hat, die so nah an Trump ist, auch gescheiterter Geschäftsmann, dann Geld gemacht durch Immobilien und so weiter. Also es ist wirklich merkwürdig. Ja, der reiche Hintergrund fehlt, aber ansonsten. Ja. Wobei King hat in einem Interview mal gesagt, der Name Stilson, damals in den 70ern passend, bedeutet so viel wie Still Nixon. Ja gut, das wäre jetzt sowieso meine nächste Frage gewesen. Wie viel daran ist Nixon, wie viel daran ist Reagan? Allgemein, ich meine, wahnsinnige Politiker gab es schon immer, wird es auch immer geben, wenn man sie nicht wegmacht. Aber ja gut, oder wenn sie sich halt selbst torpedieren, wie unser Freund. Die Frage ist halt, wie viel ist da wirklich jetzt aktuell zu seiner Zeit des Entstehens schon die Vorbildfunktion gewesen? Ich denke schon, dass da einiges von Nixon mit eingeflossen ist. Das passt genau in die Zeit. Also das King hat, ich glaube, 1975 angefangen, das Buch zu schreiben. Also in dem Buch werden ja die damaligen Präsidenten alle genau beschrieben, also Nixon sowieso, aber auch Ford, Jimmy Carter, da ging es ja auch schon so los. Ein Erdnussfarmer, der wird ja wohl nicht irgendwann mal Präsident werden. Das kommt da so ein bisschen ins Spiel, also mit Reagan, da war man noch nicht so weit, sonst wäre das auch noch gekommen. Wie kann denn ein Cowboy-Schauspieler Präsident werden? Und damit hat er sich halt beschäftigt, überhaupt was für Leute Präsident werden oder was sie damit machen. Die Problematik gab es ja in Amerika immer schon. Richtig. In den verschiedensten Färbungen. Genau. Wobei es auch interessant ist, das Buch ist ja gut 79 rausgekommen, aber 77, sagen wir mal, war es in großen Zügen fertig, dass er diese letzten 2 Jahre der 70er doch relativ genau vorausgesehen hat, politisch und auch gesellschaftlich noch. Dann sind wir wieder bei diesen hellseherischen Fähigkeiten. Nein, auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, dass die politische Idee, gerade, wie gesagt, zu der Zeit, wo wir es jetzt das zweite Mal gelesen haben,
das hat dem Buch eine Ebene gegeben, die das Buch deutlich unterhaltsamer gemacht hat, als es ursprünglich mal war. Ja, eine ganz unbeabsichtigte Metaebene. Aber gehen wir mal generell zu Stilson, jetzt mal unabhängig von Trump und Politikern und Wahnsinn. Auch hier finde ich persönlich, ich weiß, Flo wird mich dafür jetzt wieder hauen, aber auch Stilson ist in seiner gesamten Art so ein kleines bisschen ein Fleck. Er ist auch furchtbar fröhlich, er hat Spaß an dem, was er tut. Er hat seine Leute im Griff, im Gegenteil, er hat sogar denselben Effekt, er schart im Prinzip dieselben Leute um sich wie Fleck. Und vor allem, er hat denselben Führungsstil, schlicht und ergreifend. Er hat sich seine Schlägertruppen organisiert, die eigentlich auch aus Leuten sind, die er selber auch für Krütze hält und Abschaum, aber von denen er weiß, sie sind nützlich. Und wir haben auch hier genauso seinen Gehilfen, genauso wie es Lloyd in The Stand ist für Fleck. Also ich finde schon, dass er sehr viel von Fleck hat. Du wirst jetzt überrascht sein, aber ich stimme dir zu. Yay! Okay. Gerade diese Motorradrocker, die er da als Leibwächter hat, was ja auch nicht gut geht, das hat ja eigentlich ein reales Vorbild auch. Die Rolling Stones waren es, wenn ich mich nicht täusche, die ja als Ordner bei ihren Konzerten die Hells Angels hatten. Mhm. Jetzt ist es dann, ich glaube, 69 in Altamont zu einem tödlichen Zwischenfall kam. Also das waren auch Ereignisse, die da noch nicht weit zurückgelegen haben. Okay. Die King da aufgenommen hat. Das wird man nicht auch im Buch erwähnt. Das kann sogar sein, ja. Du hast recht, es ist vielleicht nicht dieser anarchistische Fleck, sondern mehr so ein zielgerichteter Geschäftsmann-Fleck, Du hast recht, ja. Ja, wie empfindet ihr ihn denn so generell? Findet ihr ihn sympathisch, obwohl ihr wisst, was er tut, findet ihr ihn, verfängt der Trump-Effekt oder nicht? Also sympathisch finde ich ihn nicht. Nee, ich auch nicht. Es ist der Versuch, einen Herrsch- oder machtsüchtige Politikerkarriere zu zeichnen, eben mit vielleicht auch übertriebenen Mitteln, eben Motorradrocker, fast auch mafiöse Strukturen im Hintergrund, so als Prototyp des nicht geliebten Politikers. Also ich finde, seine ganze Art, wie er ist, wird schon sehr früh beschrieben. Und zwar, ich greife mal ein Zitat vorweg. Und zwar lautet das: "Ich bin nicht verrückt", sprach er im Wagen laut vor sich hin. Und Leute, die das sagen, wer weiß, also das ist zum Zeitpunkt, da hat er gerade als Vertreter einen Hund totgetreten. Und ja, also da zeigt sich schon, wie sein Weg geht. Also er geht quasi über Leichen, auch wenn es teilweise unnötig ist. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, mit den Charakteren, wenn ihr jetzt nicht irgendwas explizit noch ansprechen wollt. Ich möchte noch einen Charakter ansprechen, der zwar in diesem Buch hier nur eine ganz kleine Rolle hat, aber der halt später noch sehr wichtig werden wird, nämlich Sheriff George Bannerman aus Castle Rock. Wir sind nämlich zum ersten Mal in Castle Rock und ich muss zugeben, ich liebe diesen Zyklus. Mein erstes Buch, das ich gelesen habe, war der große Abschluss dieser Reihe in einer kleinen Stadt. Und hier sind wir jetzt zum ersten Mal, also nicht chronologisch, aber in der Geschichte zum ersten Mal in Castle Rock. Und ich denke, ja gut, die Figur bleibt ein bisschen blass noch hier. Mhm. Aber allein, dass sie auftaucht und dass sie wieder auftaucht, finde ich doch schon sehr erwähnenswert. Okay. Und vielleicht gerade, soll ich gerade was über den Castle Rock Zyklus sagen, weil Jonas weiß nämlich jetzt gar nicht, wovon ich rede. Ich weiß, dass es ihn gibt. Also Castle Rock ist diese Kleinstadt in Maine, wo auch sonst. Sie liegt in der Nähe zwischen Bangor und Portland, ist natürlich auch fiktiv. Andere Orte wie Ludlow, das lernen wir im Friedhof der Kuscheltiere kennen, sind auch nicht so weit weg. Mhm. Und wie ich gelernt habe, ist der Name Castle Rock aus Herr der Fliegen von William Golding entnommen. Da heißt ein Felsen so. Ach echt? Das ist mir entgangen. Das wusste ich auch bis vor kurzem noch nicht. Es gibt einige Romane und Kurzgeschichten, die offiziell diesem Zyklus angehören. Mhm. Die Leiche, die wir später noch besprechen werden,
ist chronologisch gesehen so die erste Geschichte, dann kommt Attentat. In Cujo werden wir wieder dahin zurückkehren und dann werden wir uns, glaube ich, ja, dann werden wir uns mit Sheriff Bannerman auch intensiv beschäftigen müssen. Der spielt da nämlich die Hauptrolle. Es wird nicht besser, Leute, es wird nicht besser. Ja, diverse Kurzgeschichten, Stark, The Dark Half kommt noch und in einer kleinen Stadt ist halt so der große Abschluss und ich sage es jetzt schon, eins meiner Lieblingsbücher. Und es wird halt auch in wirklich unzähligen Geschichten erwähnt. Das ist übrigens, glaube ich, wirklich eins dieser klassischen Einsteigerbücher. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, war das bei mir nämlich auch so, dass das mein erstes war und das Stand mein zweites. Wenn ich mir das Cover von meiner Ausgabe von The Dead Zone angucke, muss das auch recht früh gewesen sein, weil das hat nämlich dasselbe Cover wie damals diese Ausgaben von diesen Büchern. Okay, gut. Aber ich glaube, viel mehr muss ich zu George Bannerman jetzt auch nicht erzählen, da kommen wir dann in Cujo nochmal genauer drauf. Wenn die Zeit gekommen ist und das Elend vor unserer Nase liegt, dann werden wir darüber reden. Okay, ich würde sagen, wie gesagt, mit der grundsätzlichen Charakterbesprechung sind wir durch. Jetzt ist die Frage, wie steht ihr zu diesem Buch als Ganzes? Wie gesagt, die Charaktere, kann man sich drüber streiten, ob man die angenehm oder furchtbar findet. Ich persönlich bleibe bei furchtbar. Jetzt ist die Frage, wie findet ihr das Buch in seiner gesamten Schreibweise? Ich habe gelernt, man kann Stephen King Bücher in verschiedenen Ebenen lesen. Und da kommt es jetzt eben darauf an, auf welcher Ebene ich bereit bin zu lesen oder das auch intellektuell schaffe. Ich gebe ehrlich zu, da ich der letzten Zeit wenig ruhige Plätze hatte zum Lesen, zum Beispiel das Shining habe ich durchgehend im Urlaub auf dem Campingplatz gelesen. Da hast du Ruhe, da hast du Wald und da kannst du richtig eintauchen. Dieses Jahr habe ich weitgehend im Zug gelesen und die Leute drumherum auch nicht immer ganz leise. Das heißt, ich hatte einen Roman in der Hand, 450 Seiten, Stephen King, Horror, Action und hatte also gehofft, dass mehr passiert, einfach Unterhaltendes, wo man so wegfressen kann beim Lesen. Das war aber nicht so. Es hat für mich, ist es immer sehr dahergeplätschert. Wahrscheinlich würde ich es jetzt dann ein zweites Mal lesen, komme ich da genauer rein. Aber mir war dann letztendlich auf dieser Ebene, auf dieser oberflächlichen Ebene, zu wenig los. Okay, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ja, ich bin auf ein Interview gestoßen, wo King erzählt, wie er Bücher schreibt. Und das hatten wir ja schon öfter. Man lässt die Charaktere eigentlich sich selbst, die erzählen ihre Geschichte und er schreibt es nur auf. Und hier in diesem Roman, ich glaube, das merkt man auch, weil wir auch gesagt haben, dass die Figuren alle unheimlich blass sind. Er hat die Geschichte vorher durchgeplottet und hat wirklich den Charakteren vorgegeben, was sie zu tun haben. Und ich glaube, das ist nicht so richtig gut gelungen. Ja. Er selbst ist zufrieden mit dem Buch. Er sagt, das ist das erste echte Buch, das ich geschrieben habe. Da will ich drüber streiten. Es ist schön so als Spiegel der 70er Jahre. Das stimmt. Die Geschichte hinter der Geschichte. Aber das Buch selbst ist für mich so unglaublich episodenhaft. Und so richtig Fahrt auf kommt eigentlich erst so ja im letzten Drittel, weshalb ich den deutschen Titel Das Attentat auch komplett schwachsinnig finde, weil das ist gerade der Schluss. Aber es kommt darauf an, wie man diese einzelnen Episoden, ich habe da welche dabei, die Castle Rock Geschichte oder sowas, die mir richtig Spaß machen. Da komme ich gut rein, da kann ich mitgehen, aber dann gibt es ganz viele Episoden, bei denen ich denke, oh, es ist nicht bald vorbei. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, das ich mit diesem Buch hatte. Okay. Also wenn ich mal kurz vorlesen darf, auf ganz hinten auf dem Buchdeckel dieser Taschenbuchausgabe, die ich habe, steht ganz fett ein Thriller der Weltklasse, der monatelang auf dem amerikanischen Bestsellerlisten stand. Okay, 70er Jahre ist schon etwas her, aber Thriller der Weltklasse? Nee. Na gut, aber wir wollen ja auch die Bewertung an der Stelle noch nicht vorwegnehmen. Es ging jetzt nur erstmal um den Gesamteindruck. Was mir an dem Buch extrem aufgefallen ist, ich hatte genauso wie Flo den Eindruck, er wollte unbedingt mit aller Gewalt eine Moral vermitteln. Er wusste wahrscheinlich selber noch nicht so richtig welche, aber er wusste, er möchte mit diesem Buch eine Botschaft überbringen. Das kann seinem damalig jugendlichen Leichtsinn und seiner Begeisterungsfähigkeit geschuldet sein, meinetwegen. In dem Alter haben wir wahrscheinlich alle noch Illusionen. Aber das merkt man dem Buch an. Normalerweise, wie gesagt, entwickeln sich halt seine Charaktere so ein bisschen aus sich heraus.
Und hier war es wirklich, es musste mit aller Gewalt auf diesen einen Punkt zugehen und alles andere wurde dem geopfert, schlicht und ergreifend. Ich muss aber sagen, das Buch hat ein paar Schlüsselmomente, die ich sehr gut fand. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem brennenden Schulball. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Die fand ich persönlich sehr gut. Die war recht eindringlich. Die war auch auf einer gewissen Weise echt gruselig. Irgendwo. Also ich kann es schlecht beschreiben, warum die gruselig war, aber die war gruselig. Weil wenn man sich da so überlegt, was da alles, ja, was man als Mensch einfach alles für Gelegenheiten verpasst hat, in denen einem schon hätte schlimme Scheiße passieren können. Drücken wir es mal so aus. Und das eben nicht nur man selbst, sondern man selbst in einem großen Rudel Menschen, das dann ebenfalls mit zum Opfer fällt und das dann schlicht und ergreifend aufgrund der Menge vielleicht auch in der Anonymität versinkt. Das fand ich eine eindrucksvolle Szene. Genauso fand ich auch sehr eindrucksvoll seine Beziehung zu seinem Schüler, der diese Dyslexie, glaube ich, ist es Dyslexie? Also diese Leseschwäche, ja, da hat. Ja. Und die Beziehung zwischen den beiden fand ich zum Beispiel als einzige Beziehung auch nur annähernd glaubhaft. Weil das die einzige Beziehung war, die nicht unbedingt zu etwas führen musste. Ja, stimme ich dir eigentlich zu. Wobei auch diese Beziehung läuft ins Nichts. Naja. Die Figur verschwindet wieder aus der Geschichte, wie sie aufgetaucht ist. Und ja, Gast sei der heutigen Episode. Na gut, aber dem glaube ich das sogar als einzigen relativ sinnvoll ab, dass dieser so aus dem Leben gestrichen wird, weil das ist eine Reaktion, die zwar vielleicht nicht unbedingt cool ist, aber die auf so ein Trauma, wie es die beiden dann im Endeffekt ja doch erlebt haben zusammen oder miteinander, gegeneinander, wie auch immer, das ist eine nachvollziehbare Reaktion. Was nicht nachvollziehbar ist, ist, dass er seine große Liebe seines Lebens, wie sie dann definiert wird, was sie ja eigentlich nicht sein kann nach dem ersten Date, die vögelt er weg und dann ist das Ding erledigt. Und im Vergleich dazu finde ich eben diese Szene mit seinem Schüler, gut, den kann er jetzt schlecht wegvögeln, das wäre wahrscheinlich eine dumme Idee, aber da finde ich... Die 70er waren da offener. Aber da finde ich das Ende der zwischenmenschlichen Beziehung zumindest nachvollziehbar. Na gut, das Ende der Beziehung zu Sarah finde ich auch nachvollziehbar, aber ja, doch, hast recht. Was ich aber interessant finde, ist, wenn wir gerade bei Sarah sind, diese Szene zwischen Johnny und dem Baby Danny. Mhm. Wenn er ihn berührt und dieses keine Vergangenheit, in der Zukunft liegt nichts Bedrohliches, es ist einfach nur diese Zufriedenheit, die er spürt. Das finde ich eine sehr interessante Szene in dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, das zeigt auch, wie Johnny eigentlich unter diesen Visionen leidet. Ja. Mhm. Ich dachte ja, dass die dann auch wieder zusammenkommen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass da drauf hingearbeitet wird, aber außer ein paar Begegnungen intensiverer Art und weniger intensiver Art war es ja dann nicht so. Wo wir gerade bei diesen Begegnungen sind. Mal ganz ehrlich, wie habt ihr diese Szene empfunden? Diese, es wollte gern romantisch, erotisch und zwischenmenschlich echt sein. Ich empfand es als furchtbares Abziehbild. Ich weiß, es gibt dazu andere Meinungen. An dieser Stelle liebe Grüße an den Tobias Micke. Den werde ich mit seiner Folge zu Dead Zone auch verlinken. Der hat da ein bisschen eine andere Meinung dazu. Aber ich persönlich fand diese Szene echt schlimm. Also ich muss sagen, ja, ich hatte gerade nach die Offenbarung der Bäckerbox, weil ich weiß, wie er es sonst Erotik beschreibt. Das Mann. Ist ein Argument, ja, das ist ein valider Punkt auf jeden Fall. Also ich habe halt diesen Vergleich von King und Erotik und dann das hier und ja, der Punkt geht an Dead Zone. Okay. Ja gut, der Punkt, ja, aber das ist halt auch kein fairer Wettkampf. Also ich finde auch diese Szene hier nicht erotisch oder irgendwie, es ist Stereotyp. Es ist, ja, und ich finde sie halt vor allem auch schlecht Stereotyp. Ich meine, sie vermittelt ja noch nicht mal das, was sie damit sagen will, dass die beiden so sich immer noch verbunden fühlen nach all dem, was getan ist, aber dass sie eben keine Chance haben und so weiter. Gottes Willen, ich könnte das nicht besser schreiben, aber ich finde es wirklich furchtbar. Hm? Zum Thema Erotik darf ich vielleicht als Alterspräsident was erzählen hier. ich nehme mal an, dass ich hier der Alterspräsident bin. Das Buch ist in einer Zeit erschienen, da war ich noch so mittlere Klasse Gymnasium. Mhm.
Und da sind unterm Schultisch schmuddelige Taschenbücher weitergereicht worden mit Leseporno sozusagen. Mhm. Die haben wir dann also ganz heimlich und aufgeregt gelesen. Sowas hast du noch nie gelesen. Da war also das ganze Buch von vorne bis hinten eben nur mit solchen Beschreibungen voll, sehr intensiv. Für uns als Jugendliche natürlich auch wahnsinnig spannend. Heutzutage, wenn du jetzt ein 2017, 16, 15 Buch kaufst, egal was, ich hatte kürzlich in einem anderen Podcast ein Geocaching-Krimi besprochen und auch da muss Erotik drin sein und die sind der Art, wie es damals in den 70er Jahren in den Schmuddelbüchern war. Okay. Und aber der richtige Punkt gefunden worden. Ja. Na, also zu der Zeit war es einfach, da Stephen King konnte, glaube ich, nicht sowas in so ein Buch reinschreiben in der Zeit. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn er jetzt einen Roman schreiben würde. Nein, also wie gesagt, ich finde die Erotikszene als solche nicht schlecht oder weil es Erotik ist oder nichtssagend oder zu wenig pornografisch oder irgendwas. Oder auch, ich empfinde die auch nicht als zu wenig deutlich. Ich empfinde einfach, dass für diese Botschaft, die er damit sagen wollte, so dieses, das ist unsere einzige Chance, jetzt liebevoll unsere Chance wahrzunehmen, die wir niemals mehr haben werden und auch damals nicht hatten, weil ja dann der Unfall passiert ist. Ich finde einfach diese Szene vollkommen an dieser Grundidee vorbeigegangen. Da finde ich dieses mit dem Kind, das ja theoretisch gefühlt seins sein könnte, wenn die Zukunft so gelaufen wäre, die finde ich zur Vermittlung dieser Botschaft deutlich, deutlich besser. Ich glaube nicht, dass er diese Botschaft vermitteln wollte. Ich meine, es wäre zumindest von Sarah ganz klar gewesen, so, das ist ein Abschluss. Natürlich, natürlich. Aber ich meine, diese, ich kann es schwer beschreiben, das Gefühl, dass er damit vermitteln wollte, dass dieser eine Fick jetzt alles wieder gut macht, um's knapp zu sagen. Da finde ich es dran vorbeigegangen. Ich finde, das Problem daran ist, dass zwischen Johnny und Sarah da fliegen Funken. Genau. Schon beim ersten Date nicht und hier genauso wenig. Die beiden hatten ein Date. Ist ganz wahr. Das war nicht das erste Date, wo so mit dem. Es war halt noch nicht an dem Level, dass das jetzt unbedingt die große Liebe ist. Nee, das nicht. Also für ihn hätte das vielleicht sein können. Aber ja, wir hätte können. Ja, eben. Ja, genau. Und sie hat halt, sagen wir mal, 5 Jahre weiter gelebt, die er im Koma lag. Die beiden haben keine wirkliche Beziehung, keine wirkliche Verbindung mehr miteinander. Mhm. Und deswegen passt diese Szene, ja, es passt einfach nicht irgendwie. Sie möchte mehr, sie möchte mehr sein, als sie ist. So lässt sich vielleicht zusammenfassen. Gut, dann haben wir den Teil weg. Flo, willst du vielleicht über die ganze große Rockgeschichte in dem Zusammenhang noch ein bisschen reden, wie du die fandest? Es macht halt diese ganze Geschichte um den Bürger, macht ja nur etwa 10% des Buches aus. Ist für mich aber eigentlich so der essentielle Teil, weshalb man das lesen sollte. es ist eine nette Krimi-Geschichte, die sehr schnell aufgelöst ist. Wir haben es hier mit einem Frauenmörder zu tun, der auch in den späteren Büchern dann auch wieder erwähnt wird, auch so als Schreckgespenst. Wenn du nicht brav bist, kommt er dich holen. Ja, es gibt da eigentlich nicht so viel hier drüber zu sagen. Ich finde es so schön, dass man diese Stadt jetzt so ein klein bisschen kennenlernt, so die ersten Personen, und man noch gar nicht weiß, was einen da tatsächlich erwartet, wenn man die anderen Bücher nicht kennt. Die Geschichte an sich ist ja wieder eine Episode in dieser Serie. Ich finde sie stimmungsvoll geschrieben. Wir haben ja auch wieder diese Schneelandschaften und sowas drin. Mhm. Aber ist ein netter Teil des Buchs, hat mir Spaß gemacht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Okay. Naja, weil ich muss sagen, das war auch wieder eine der wenigen Szenen, wo ich ein bisschen geschluckt habe. Also als dann der Sheriff so beschreibt, er hat selber eine Tochter und die ist da selber dran vorbeigelaufen die fand ich schon eindrucksvoll, die Szene. Die fand ich eigentlich eindrucksvoller als den ganzen Atomkrieg Mist und die Welt geht unter Kram. Das liegt wahrscheinlich daran halt, es ist einfach eine persönlichere Ebene als dieses abstrakte, die Welt geht unter. Aber die fand ich durchaus erwähnenswert und eindrucksvoll. Ging es euch da ähnlich? Auf jeden Fall. Also das war ja in diesem Café die Szene und die fand ich echt gut gemacht. Ich hatte es auch total bildlich vor Augen und ungefähr 2 Zeilen, bevor der Sheriff dann in Tränen ausgebrochen ist, hatte ich schon im Kopf, wie er weint. Mhm. Doch, das fand ich wirklich sehr gut geschrieben, gerade diese Szene.
Ja, da kommt richtig Stimmung auf. Das fehlt mir sonst teilweise in dem Buch wirklich. Aber ja, klar, das gehört für mich zu den wichtigsten Szenen in diesem Buch. Auf jeden Fall. Christian, hast du da eine Meinung zu? Zu genau diesen Szenen? Ich habe sie nicht so präsent, muss ich sagen. Aber wenn mich was beeindruckt hat an Szenen, dann ist es die Szene, als er aus dem Koma aufwacht. Mhm. Und als Leser merkt man das ja auch nicht sofort. Ich fand das wirklich gut gemacht. Da bin ich dann auch immer so richtig wach geworden, weil, ja, ich muss sagen, es ist gut geschrieben, weil man es nicht gleich gemerkt hat, worum es gerade geht. Mhm. Und irgendwann merkt man, ach, das ist jetzt okay, er kommt langsam, er hat so erste Reaktionen, er nimmt die Umwelt wahr um sich rum. Schließlich war er 4 Jahre im Koma. Sind ja Dinge, die auch oft im Fernsehen beschrieben werden von Leuten, die lange im Koma sind und dann wieder aufwachen. Schon ein spannendes Thema. Also das muss ich sagen, Punkt. Mhm. Das hat er gut geschrieben. Hat mir gefallen. Okay. Wie habt ihr denn dieses Buch so generell? Ich weiß, wir reden selten über Stil und das tun wir auch zu Recht nicht. Aber ich empfand dieses Buch insgesamt als völlig anstrengend. Weil erstens, er hat 2, 3 gute Szenen, die sind dann auch toll, die sind dann auch eindrucksvoll in gewissen Teilen. Aber die Mehrheit ist auch stilistisch einfach so nutzlos und so völlig, ich weiß nicht, ich mag das Buch nicht. Also alleine die Einführungsszene auf dem Rummel, die finde ich so völlig nichtssagend und so völlig unbildhaft und komisch, ich weiß nicht. Ja, beim Lesen, also mir ging es auch so. Also insbesondere, ich habe sie nun gezielt gelesen, um bei eurem Podcast hier mitzumachen. Okay. Das heißt, man liest es jetzt nicht nur so, lese ich es und dann schmeiße ich es weg, sondern ich muss ja aufpassen, weil wenn Dela mich dann ausfragt und ich das nicht weiß, oje, oje. Nee, so schlimm ist es nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ne? Ja, klar. Das heißt, ich lese dann und merke, oh, hier plätschert es dahin. Jetzt, wenn das jetzt ein Roman wäre, den ich einfach so am Strand lese, könnte es sein, dass ich sage, komm, hier gehe ich mal so ein bisschen drüber, ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber ich habe immer gesucht, hat das jetzt zu bedeuten, geht es da irgendwo hin? Und dann war es aber doch nur sehr viel schmückendes Beiwerk, plätschernder Alltag, wie so die Dinge, ist alles sehr, sehr genau beschrieben, aber ohne Zusammenhang zum Buch eigentlich. Ich habe ein großes Problem mit diesem Buch. Das ist einfach der prinzipielle Aufbau. Mhm. So eine normale Geschichte hat meistens 3 Akte. Das haben wir auch hier. Nur der erste Akt ist schon mal über die Hälfte des Buches lang. Und was meint ihr, diese ganze Koma-Zeit? Ich weiß ja, wenn ich schon wieder Film und Serie. Mhm. Da wird das einfach übersprungen und er wacht auf und stellt fest, scheiße, ich war 5 Jahre im Koma. Und hier zieht sich das ja, weil wir erzählt bekommen, was alles in dieser Zeit passiert. Findet ihr das nötig oder seht ihr das wie ich, dass das doch ein bisschen vieles Guten ist? Naja, nötig, wie gesagt, ich habe ja gerade schon mal angedeutet, ich bin der Meinung, King wollte mit diesem Buch unbedingt eine Botschaft vermitteln und hat alles andere dieser Botschaft geopfert. Und damit eben die Botschaft auch nur annähernd so hinkommt, wie er sich das einbildet, hat halt das Problem, dass du solche Kleinigkeiten überhöhen musst, um eben darzustellen, was hat der arme Mensch alles durchgemacht, was hat der arme Mensch alles verloren, was glaubt er vielleicht auch nur, was er verloren hat, was hat er verloren, weil er es nie gewinnen konnte, die Chancen, die ihm genommen worden sind und im Vergleich dazu die Chancen, die vielleicht der ganzen Welt dann irgendwann genommen werden. Ich glaube wirklich, dass das dafür schon notwendig war. Das macht aber das Buch nicht besser. Ich denke, also diese Zeit, während er im Koma liegt, das ist ja eine eigene Episode für sich, könnte man so sagen. Mhm. Und ich finde da auch diese Entwicklung, die seine Mutter macht, ziemlich spannend, wie sich da immer weiter reinsteigen, wie sein Vater damit umgeht und so, das war doch durchaus interessant. Also ich fand das zwar nicht nötig für die Handlung, aber so als eigene Zwischenepisode. Okay. Okay. Mhm. Gut. Wollen wir vielleicht nochmal über das Ende reden? Du wolltest noch was über das Feuer sagen, weil ich denke, das Ende machen wir dann am Ende. Ja, über das Feuer. Wie gesagt, ich fand halt nur das Interessante daran, eben dieses Problem. Ich bin mir 100%ig sicher, dass meine Visionen stimmen. Und dann entschließe ich mich schon dazu, zu beschließen, dass es jetzt mein Problem ist. Und nicht nur das von irgendwelchen Idioten, die mich eh nichts angehen, wenn sie draufgehen.
Und dann diese Ablehnung zu erfahren, das fand ich echt ein schlimmes, eine schlimme Vorstellung. Eigentlich noch schlimmer als die Vorstellung, eben diesen blöden Atomkrieg nicht verhindern zu können. Im Zweifelsfall. Weil da geht es halt wirklich um Leute, die du im Zweifelsfall kennst, die du im Zweifelsfall magst, die dir in irgendeiner Form was bedeuten. Und da dann genauso hilflos zu sein, weil eben die Menschheit das nicht wahrhaben will, wie hilflos zu sein, weil irgendein korrupter Politiker eventuell irgendwann mal Scheiße baut, das fand ich die wesentlich schlimmere Szene eigentlich. Sehe ich eigentlich auch so. Wenn die Gefahr persönlicher ist und nicht so abstrakt, dann greift sie mich auch einfach mehr. Naja, und vor allem ist dann auch, glaube ich, das Versagen, das empfundene Versagen viel persönlicher. Weil, wie gesagt, niemand erwartet von dir auf einer logischen Ebene, dass du einen Präsidenten erschießt, aber es ist durchaus zu erwarten, dass du als guter Freund oder guter Vater zu deinem Kumpel sagst, hier, pass auf, gut, ich weiß das zwar in dem Moment nicht, aber wenn du es wüsstest, die Bude hat keine Blitzableiter, geh da nicht hin. Das ist halt einfach ein ganz anderes Level an Einflussmöglichkeit. Und wenn dir dann trotzdem nicht geglaubt wird und trotzdem dieses Einflusslevel erstmal genommen wird, empfinde ich das als wesentlich schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Und da siehst du mal, selbst das gelingt nicht wirklich und irgendwelche Präsidenten stoppen und Atomkriege verhindern, ist eine ganz andere Hausnummer. Genau. Ja. Aber wie gesagt, da ist halt der Punkt, da erwartet auch niemand, dass du Erfolg hast. Du erwartest aber da, dass du Erfolg hast, wenigstens deine Freunde zu überzeugen, dass du weißt, was gut für sie ist. Und auf dem Level, glaube ich, versagt jeder auf der einen oder anderen Weise das eine oder andere Mal. Und deswegen kann man sich wahrscheinlich damit so gut identifizieren. Ja gut, einige Freunde hat er ja auch überzeugt, aber eben nicht alle. Genau. Und die hat es dann eben erwischt und er musste da praktisch zusehen. Richtig. Jo, habt ihr noch andere Szenen, über die ihr erst noch reden wollt? Oder wollen wir jetzt mit dem Ende weitermachen? Ich denke, wir können jetzt zu Stilson gehen. Dessen Geschichte wir ja eigentlich so über das ganze Buch verteilt immer parallel ein bisschen miterleben. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mich haben diese Szenen nicht gelangweilt, aber ich dachte, komm, mach weiter. Ja, ist gut. Johnny ist auch nicht interessant, aber da läuft eigentlich die richtige Handlung ab. Ich finde, dass diese Handlungsstränge für mich zu lange einfach parallel laufen und gar nichts miteinander zu tun haben. Also ich hätte es gerne gesehen, dass sich die beiden ja irgendwann schon mal vorher begegnet sind. Das wäre für mich wahrscheinlich, das hätte mehr gebracht für mich. Mhm. Naja gut, ich hatte an diesem Stilson-Handlungsstrang eben etwas mehr Spaß, weil ich dann irgendwann beschlossen habe, ich lese ihn als Fleck und ich hatte dann auch irgendwann so rein optisch dasselbe Bild wie zu Fleck ein bisschen. Und das hebt dann durchaus den Unterhaltungswert, weil das ist eine gewisse Humorebene in die ganze Sache rein, die ich amüsant fand. Zumal wir es ja auch hier wieder mit Atomdingen zu tun haben, die dann letzten Endes eskalieren sollen. Das fand ich ganz hübsch, deswegen konnte ich mit dem Handlungsstrang ganz gut leben. Ich gebe dir aber recht, dass die Verknüpfung eigentlich hätte 200 Seiten vorher passieren müssen. Ich stelle mir gerade einen schwarzen Mann mit gelbem Bauarbeiterhelm vor. Ja, der hätte den Humor dafür, der findet das geil, da würde das machen. Naja, also für mich ist Stilson ein blonder Anzugträger, auch wenn das nicht stimmt, aber für mich ist der so, also passt bei mir jetzt nicht. Kurz nochmal zu Stilson und Johnny in der Fernsehserie. Mhm. Da haben sie es auch wieder anders gemacht und haben, er ist ja noch kein Präsident, also er ist ja wirklich jemand, der erstmal in den Senat kommt und dann so langsam aufgebaut wird. Und haben zum Beispiel Sarah und ihren Mann als Unterstützer von Stilson eingeführt, sodass die beiden Charaktere sich halt schon öfter mal treffen. Das, irgend sowas hätte ich hier auch gerne mal gesehen. Es hätte vielleicht auch eine Entwicklung geben können, dass Johnny merkt, oh ja, er ist nicht so der Sympathischste, aber noch läuft alles gut und dass dieser Atomkrieg, dieser Wahnsinn, was immer er da auslösen wird, dass das erst mit der Zeit kommt. Also mir ging es so, eben kurz vor Ende dachte ich dann eben, oh, jetzt wird's interessant. Jetzt könnte doch mal hier eine große Geschichte noch passieren. Allerdings merkt man ja, wenn man ein Buch mit Papier liest, dass da nur noch so 6-7 Seiten übrig sind und wirklich jetzt unweigerlich Schluss ist. Dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt könnte er doch mal aufdrehen. Jetzt wird die Geschichte interessant. Ja. Und das war dann eben recht kurz. Ja, das Buch nimmt wirklich erst Fahrt auf, so im letzten Viertel.
vorher zieht sich für mich ziemlich hin und her. Ist übrigens, wenn wir zu Feuerkind demnächst kommen, da ist es für mich genau umgekehrt. Mhm. Da mochte ich den Anfang sehr und zum Schluss hat es sich nur noch gezogen wie Kaugummi. Deswegen finde ich es auch interessant, dass die beiden Bücher parallel so ziemlich entstanden sind. Aber also das Pacing dafür, dass er die Geschichte wirklich durchgeplottet und ausgeplant hat, finde ich das katastrophal. Ja. Jonas, du hast ja, glaube ich, ein bisschen mehr Kredit für dieses Buch übrig. Hast du dazu eine Meinung? Ja, also mir hat es tatsächlich gefallen. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe mich selten gelangweilt. Mhm. Während des Buchs, ich habe mich immer gefragt, okay, wie geht's weiter und wie hängt jetzt Stilson da irgendwie mit drin und wann kommt die Verbindung und ja, ich habe mich das alles gefragt. Es ist vollkommen anders ausgegangen, als ich dachte. Mhm. Wegen dem Untertitel Das Attentat dachte ich eigentlich, dass Johnny, nachdem er dann den Mord aufgeklärt hatte, weiter für die Polizei arbeitet und dann einen Attentat verhindern soll. Was er jetzt vollkommen anders ist. Ja, was aber wahrscheinlich nicht die schlechtere Story gewesen wäre. Vielleicht deswegen hat mich dann auch der Rest der Story ein bisschen überrascht und ich habe immer gespannt gewartet, was als nächstes passiert. Okay. Gut, wenn man die Geschichte wirklich nicht kennt, dann wird wahrscheinlich Spannung dabei sein. Nein. Leute, also ganz ehrlich, ich denke schon. Ich kann mich nicht erinnern. Das Buch ist 20 Jahre mindestens her, dass ich das letzte Mal gelesen habe. Punkt. Ich habe das Buch jetzt gelesen, zweiten Mal. Ich kann mich an das erste Mal überhaupt nicht erinnern. Also wirklich so überhaupt nicht. Ich wusste auch nichts mehr. Das Einzige, was ich von diesem Buch noch wusste, und ich meine wirklich das Einzige, war diese Szene mit dem Glücksrad und dem Rummel. Alles andere von diesem Buch war weg. Und zwar komplett. Und trotzdem ist es einfach nur ein schlechtes Buch. Naja. Gut, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich das damals zum ersten Mal gelesen habe. Mhm. Und ob ich vielleicht den Film vorher schon kannte oder sowas. Das spielt ja auch immer mit rein. Ja. Deswegen kann ich das jetzt nicht genau, ja, weiß ich nicht. Was ich auch, warte mal ganz kurz, was ich auch dazu sagen muss, ich bin auch jahrelang dem Fehler unterlaufen, dass ich Dead Zone immer mit Stark verwechselt habe, so in Teilen. So gefühlt. Ich kann es inhaltlich nicht begründen, aber das war für mich immer dasselbe Buch. An Stark habe ich auch nicht so viele Erinnerungen mit ihr. Ja, eben, genau das ist es. Ist übrigens auch ein Castle Rock Roman. Okay, aber das nur am Rande. Was ich interessant finde, ist, dass Johnny halt in diesem letzten Teil des Buches zu so einem klassischen 70er-Jahre-Trope wird. Mhm. Also er nimmt das Gesetz in die eigene Hand, oder naja, das Gesetz nicht unbedingt, aber das Recht in die eigene Hand. Er ist so ein Dirty Harry oder Charles Bronson. Revolvermann. Du suchst genau, das Wort Revolvermann. Nein, das habe ich versucht zu vermeiden, weil das ist ja ein Gewehr, das er hat. Er ist so eine typische Figur dieser Zeit. Mhm. Leider nur zum Schluss. Ja, das ist richtig. Kurze Frage, wie schätzt ihr das ein? Also gut, ist wahrscheinlich eine Frage für Flo, weil ihr anderen ja nicht so weit im Universum drin seid. Ist das unsere Welt oder ist es eine Turmwelt? Oder könnte es eine Turmwelt werden? Also, Stilson wird im Turm erwähnt. Mhm. Ich glaube, dass es unsere Welt ist, weil ich die Castle Rock Welt eigentlich als unsere Welt ansehe. Aber die Verbindungen sind da ziemlich fließend, würde ich sagen. Okay. Sagen wir mal so, um es vielleicht schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, weshalb ich die Theorie habe, dass es eventuell eine Turmwelt ist. Wir haben auch hier, glaube ich, wieder die 19. Nämlich, als er eben an dem Glücksrad steht und die 19 dann rausbekommt. Und Sarah wohnt in der Flex Street, falls das noch niemandem aufgefallen ist. Ich habe vorhin gelesen. Gut, aber wie gesagt, ich gebe dir da recht, da sind die Grenzen durchaus fließend und aber ich wollte es mal angesprochen haben. Und es gibt King als Autor, weil als das Haus da abgebrannt ist, dieses Restaurant, sagt jemand, dass John das über Geisterhaft gemacht hätte, wie in dem Roman Carrie. Genau. Da wäre der Querverweis. Da kommen noch mehr, aber die könnten wir eigentlich jetzt direkt machen, wenn wir schon dabei sind. Okay. Aber noch gerade zu dem Thema, es könnte natürlich sein, durch diese leicht geänderte Geschichte, die sich ja hauptsächlich dadurch ergibt, dass King Mitte der 70er über das Ende der 70er geschrieben hat, dass es tatsächlich eine Parallelwelt ist. Aber genau.
Beziehungsweise sich in dem Moment zu einer Parallelwelt aufspaltet. Genau. Also das Castle Rock ist für mich die Hauptwelt, sagen wir mal so. Genau. Aber weitere Verknüpfungen. Wir haben einen kurzen Auftritt eines schleimigen Reporters in dieser Geschichte, Richard Dees. Der wird uns nochmal begegnen als Hauptfigur in Der Nachtflieger. Und die Zeitschrift Inside, für die er arbeitet, taucht in der Kurzgeschichte Popsy auf und wird auch im Roman Dr. Sleep erwähnt. Ja, dann wie gesagt, wir hatten diese Erwähnung, dass King als Autor existiert, denn es wird dann eben gesagt, er hat es getan, er hat das Feuer mit seinem Geist ausgelöst, wie in diesem Buch. Das ist also die nächste Anspielung. Außerdem im Buch Puls, ich muss an dieser Stelle sagen, das habe ich selber noch nicht gelesen, nennt Tom McCurt die Region um diesen See da eine tote Zone, weil dort eben kein Handynetz existiert. Und das weiß ich nicht, ob euch das aufgefallen ist, es fällt irgendwann der Satz, dort war eine ganze Familie Marstons begraben. Und die Marstons sind die aus Brennmusalem. Genau. Das ist nämlich Vera Smith, kommt nach ihrem Schlaganfall ins Cumberland General Hospital. Und das liegt oberhalb von Jerusalem Slot. Des Weiteren werden Johnny und auch Stilson in das Turm erwähnt. Im dunklen Turm gibt es Erwähnungen. Und auch im 7. Band des Turms liest ein Roboter das Buch The Dead Zone. Also es gibt dieses Buch auch wieder als fiktives Werk, was aber ja bei der Dead Zone, ich spoiler jetzt hier nicht, Gründe hat. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das. Wollen wir jetzt noch abschließend über das Ende reden? Hättet ihr denn geglaubt, er hat mit seinem Attentat Erfolg oder nicht? Oder wie fandet ihr die Auflösung? Ich hatte gedacht, er schafft es, war aber nicht so. Nein, aber eigentlich konsequent. Ja. Aber nicht mit dem Gewehr jetzt. Also er ist eben doch nicht der Revolverheld, sondern er ist eben John Smith und hat das eben dann auch nicht, hat sich da sehr dilettantisch da im ersten Stock und die ist ja dann von seinen Leibwächtern doch geschnappt worden. Fandst du denn die Auflösung als Idee interessant oder gut oder hättest du es besser gefunden, er schafft es als Attentäter in dem Sinne? Oder fandst du das einen netten Kniff? Ja, man hofft schon, dass er es schafft, ist klar. Aber so hat es zu dem Buch gepasst. Das war dann auch in Ordnung so. Okay. Ich mag diesen Twist auch, das ist was, womit man nicht rechnet. Auch wenn es ein bisschen unspektakulär ist, ist es mir so ein Antiklimax dann. Er schießt daneben, stirbt und trotzdem hat er es irgendwie dann geschafft, was er erreichen wollte. Und tatsächlich gehört diese Idee doch zu den Sachen im Buch, die mir besser gefallen. Auf jeden Fall. Ja, mir gefällt es auch ziemlich gut, weil dann, weil wenn er es geschafft hätte und den Kerl getötet hätte, dann wäre der ja wie eine Art Märtyrer gewesen. Ja. Niemand hätte, oder die Öffentlichkeit hätte nicht gewusst, was für ein Arsch er ist. Genau. Deswegen ist das ja ein schönes Ende. Gut. Ja, ich stimme euch da, wie gesagt, auch vollkommen zu. Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen irritiert gewesen, wenn er ihn denn wirklich hätte erfolgreich erschießen können. So war das durchaus ein ganz okayer Twist, meiner Meinung nach. Aber es rettet halt leider das Buch nicht, meiner Meinung nach. Was ich interessant fand, ist, dass in dieser Zeit, in der King das geschrieben hat, also ich habe tote Politiker gefunden in Amerika. In San Francisco sind zwei Politiker ermordet worden. Und wir hatten ja schon über Jonestown, über dieses Sektendrama gesprochen. Da ist auch ein US-Abgeordneter ermordet worden. Gut. Wenn ihr jetzt zum Inhalt im eigentlichen Sinne erstmal nichts habt, würde ich noch mal kurz zur Symbolik kommen. Habt ihr da was dagegen? Gerne. Ruhig. Okay. Wir haben hier natürlich die klassische Dualität. Wir haben hier einmal dieses Jekyll und Hyde-Ding mit seiner Maske. Und das Ganze natürlich gespiegelt in der Gabe. Die Gabe kann helfen, kann hilfreich sein, wie eben in der Sache mit dem Mordfall und gewisserweise auch in der Sache mit dem Feuer, wo er dann wenigstens ein paar Leute retten kann. Aber das Ganze hat halt auch einen gewissen Schaden, den es mit sich bringt, im Sinne von, er muss sich dann eben vor die Wahl stellen, ob er dieses Attentat machen will oder nicht, machen kann oder nicht.
Und natürlich auch eben den Preis, den er in irgendeiner Form dafür bezahlt, diese Gabe zu haben. Ich meine, das Ganze geht damit einher, dass er eine Schädigung hat erstmal. Das ist schon der erste Preis, den er bezahlt. Und mit jedem Mal, dass er eben in irgendeiner Form damit interagiert, wird's halt schlimmer. Dieselbe Ambivalenz und dieselbe Dualität haben wir bei der Staatsmacht. Einerseits diesen tollen Detective beim Aufklären der Vergewaltigungsfälle, aber gleichzeitig sind die Bullen halt auch korrupt und schützen Stilson. Dieselbe Ambivalenz haben wir dann auch wieder bei den Medien. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Die natürlich Stilson pushen und die Bühne öffnen, aber dann, wenn der Skandal groß genug ist, dann erst reagieren und dann natürlich zum Fall ihres goldenen Helden im Endeffekt beitragen. Gut, an diesem Punkt sind wir momentan noch nicht, aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Die letzte Symbolik, die ich dann noch gefunden habe, ist diese ganze Geschichte mit Schnee und Eisbahn, weil Eisbahn ist im Endeffekt auch bloß Schnee. Und diese Verbindung zwischen Schnee und Kalt und Tod, erst das erschafft halt grundsätzlich erstmal die Todeszone, die dann zum Erwachen neuen Lebens eben führt, also zum Erwachen der Gabe und dieser Dinge. Aber wie gesagt, das Buch ist stilistisch eine absolute Katastrophe und auch symbolisch kann ich da echt nur mit viel Gewalt was reinlesen. Habt ihr da noch Ergänzungen? Du weißt, wir sind Männer, wir erkennen sowas nicht. Ich habe versucht, danach zu suchen, aber ich bin auf nichts gestoßen, was ich beitragen könnte. Okay, aber tröstet euch, in dem Fall liegt es nicht an euch, in dem Fall ist es wirklich einfach nicht vorhanden. Gut. Vielleicht liegt das wirklich auch daran, dass er das auf eine andere Art geschrieben hat als seine bisherigen Bücher. Dass das einfach so durchgeplant war, dass nicht unterschwellig irgendwelche Themen reinfließen konnten. Ja. Aber das ist alles Spekulation. Genau. Gut, dann ist die Frage, gibt es denn hierzu Verwertungen? Ja, oh ja. Es gibt einen Film von 1983, Regie David Cronenberg. Das ist ja ein relativ bekannter Regisseur. Mhm. Christopher Walken hat die Hauptrolle gespielt. Er ist gar nicht schlecht, kann man gucken. Er ist nicht so zäh wie das Buch. Und ich habe ja auch schon die Fernsehserie erwähnt. Die lief von 2002 bis 2007. Mhm. Wie heißt die? Heißt die auch Dead Zone oder anders? Ja, genau, die heißt Dead Zone. Okay. Hauptrolle, na, habe ich den Namen vergessen, finde ich gerade nicht. Eigentlich ein bekannter Schauspieler auch aus hauptsächlich den 80ern, der mit hier dann drin. Die Serie ist wirklich nicht schlecht. Klar, viele der Folgen halt nach dem Standardprinzip ab. Großes Problem bei dieser Serie ist, dass die letzte Folge der letzten Staffel endet mit einem Cliffhanger. Und dann kam plötzlich überraschend die Meldung abgesetzt. Und ja. Wie es also, halt so ist. Man kann die Serie gucken, aber man muss sich darauf gefasst machen, dass es ein sehr offenes Ende hat. Okay. Ja. Der Hauptdarsteller ist übrigens Anthony Michael Hall. Genau. Aus dem Brad Pack der 80er. Mhm, okay. Weiterhin gibt es ein Hörbuch. Nein, stimmt nicht. Weiterhin gibt es kein Hörbuch. Eines der wenigen Werke, die keine Hörbuchfassung haben. Okay. Ja, ansonsten gibt es keine Verwertungen, die bekannt sind. Mhm, okay. Gut, wir haben also jetzt den Inhalt, wir haben die Charaktere, wir haben die Querverweise, wir haben die Verwertungen. Dann bleibt mir eigentlich nur übrig, euch unschuldig zu fragen, habt ihr denn Zitate? Auch hier, ich habe aktiv geguckt, aber nichts gefunden, was ich bemerkenswert hier zitieren würde. Okay. So. Ich hab's gleich, Moment. ich habe mir ein Zitat rausgesucht, in dem es um Johnnys Mutter geht. Mhm. Wir haben ja gesagt, sie verfällt immer mehr so ihrem religiösen Wahnsinn und dass das nicht nur normale christliche Religion ist, zeigt das die sehr schön. Sie las eifrig Pamphlete über Atlantis, Raumschiffe vom Himmel und Rassen reiner Christen, die tief im Erdinneren hausen sollten. Das Fate-Magazin las sie beinahe so häufig wie die Bibel, oft benutzte sie das eine, um das andere zu deuten. Und ein weiteres Zitat habe, auch aus der Zeit, als Johnny noch im Koma liegt. Der zweite arabisch-israelische Krieg kam und ging. Die Ölkrise kam und ging.
Schmerzhaft hohe Benzinpreise kamen und gingen nicht mehr. Vera Smith kam zu der Überzeugung, dass Christus am Südpol von unter der Erde zurückkehren würde. Okay, Jonas? Ja, Moment, ich Okay, dann mache ich erstmal. Erstmal vielleicht, um die Querverbindung ein bisschen zu untermauern. Da habe ich zwei gefunden. Endlich wurde es langsamer, bis sie die 19, die 1 und die 9 hellrot auf schwarzem Grund sehen konnte. Das ist also wieder das Obligatorische. Außerdem, ja, Cumberland General. Ich weiß, wo das ist. Oberhalb von Jerusalem's Lot. Okay, in Ordnung, Daddy. Das ist also diese Querverbindung. Ja, genau. Also das sind diese zwei Teile, die auf jeden Fall eine deutliche Querverbindung sind. Und dann hätte ich noch eine schöne gefunden. Scher dich zum Teufel, sagte sie fröhlich. Niemand lebt ewig. Aber alle versuchen es. Ist dir das schon aufgefallen? Dann eine sehr schöne Sache, die ich ganz gut fand in Verbindung mit meinem eigenen Verhältnis zu Ärzten. Kommen Sie mir nicht noch einmal zu nahe mit Ihrem Schlachtermesser. Wenn das Ihre Vorstellung von Hilfe ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Diese Sichtweise gewöhnt man sich ab der dritten OP auf jeden Fall an. Und was ich sehr schön fand, in seinem ganzen Mimimi war das eigentlich der einzige eindrückliche Satz. Gott ist ein echter Sportsgeist. Er ist so ein Sportsgeist, dass er eine Welt wie aus einer komischen Uhr zusammengebastelt hat, in der Christbaumkugeln aus Glas älter werden als man selbst. Hübsche Welt. Und ein wirklich erstklassiger Gott, der dafür verantwortlich ist. Das wäre das, was ich dazu zu sagen hätte. Jonas? Ja. Und dort war ein Mann, der aus dem wabenden Weiß aufragte. Ein schrecklicher Mann. Ein schrecklicher, schwarzer, grinsender Mann mit großen, funkelnden Augen wie Münzen. Moment, wo hast du das gefunden? Warum ist mir das entgangen? Ich wusste es. Nee, jetzt mal ernsthaft, ohne Scheiß. Ist das aus demselben Buch oder habe ich was verpasst? Nee, das ist aus der Vision, die er hat, an den Bürger fast. Also es geht eigentlich noch weiter und dort war ein rotes Stoppschild fest von einer Faust im Handschuh umschlossen, aber das passt nicht so schön da rein. Das ist krass. Okay, siehst du, dass sie... Flo, du bist gemein. Da sehe ich überall Fleckverbindungen und die überlese ich natürlich. Und niemand sagt es dir. Wir sind gemein, dafür kann ich jetzt nicht. Na gut, aber schönes Zitat, gefällt mir. Das ist mir vollkommen klar. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr soweit nichts weiter dazu habt, was ihr noch unbedingt loswerden wollt, jetzt ist eure letzte Chance. Okay. Zum Buch nicht, nee, ganz am Schluss noch was anderes, aber zum okay. Buch nicht. Dann würde ich euch an dieser Stelle abschließend um eure Bewertung. Flo? Ich habe ja nicht so viel Gutes an diesem Buch gelassen, aber dennoch finde ich es gar nicht so schlecht. Also als Buch an sich ist es chaotisch und schlimm. Ja, aber es ist für mich doch mehr als so die Summe seiner Teile. Und ich hab mich, auch wenn ich mich manchmal ein bisschen gelangweilt habe, hat es mich doch in anderen Teilen doch wieder sehr, ja, sehr interessant und sehr gut unterhalten. Mhm. Das reicht aus, dass ich tatsächlich 12 Punkte gebe. Boah, du bist ja gruselig. Okay. Christian? Ich habe hier die Punktebewertung vorliegen, die du da schon geschrieben hast, von 0 bis 19. Mhm. Das mit der 19 kapiere ich übrigens immer noch nicht, aber ich höre weiter zu. So, da haben wir 7 und aufwärts für Fans und Komplettisten und 10 kann man lesen, muss man nicht. Und ich bin bei einer 9. Mhm. Das nehme ich schon eher hin. Okay, Jonas? Ja, ich fand das Buch gut. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Auch das Episodenhafte fand ich gar nicht so schlecht, weil da konnte man quasi immer so eine Episode lesen und dann weitermachen. Ja, ich gebe 16 Punkte. Oh, du bist ja gruselig. Aber gut, wir haben ja schon festgestellt, dass du ein anderes Buch gelesen hast als wir. Nein. Auch die neuen Zitate. Genau. Nein, ich würde mich dann halbwegs dem Christian anschließen. Ich gehe noch einen Punkt tiefer. Ich würde 8 von 19 Punkten geben, weil mir ist der Anfang wirklich zu langatmig und hängt mir zum Hals raus. Charaktere nerven mich alle durch die Bank weg, bis auf Stilson. Nicht, dass ich den sympathisch finde, aber er nervt mich nicht. Und die einzige Tatsache, weshalb das Buch von mir trotzdem 8 Punkte kriegt,
das Ende ist zumindest in der Idee ganz nett und der Anlass hat das Buch auch echt aufgewertet. Also die aktuelle Politik im Hinterkopf da zu lesen, ist dann wirklich ein Qualitätsmerkmal, wo man, glaube ich, King für seinen Prophetismus durchaus Respekt zollen kann und sollte. Gut, dann wäre an dieser Stelle die Besprechung des Buches zu Ende und wir kommen ein kleines bisschen zur Hausmeisterei. Deswegen ergebe ich an der Stelle das Wort erstmal an den Christian. Ja, ich denke, eure letzte Folge, ich weiß nicht, wann die war, aber die ist bestimmt mehr als 5 Tage her. Mhm. Und Stephen King ist vor 5 Tagen 70 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Wir und hoffen, es bleibt noch ein paar Jahre. Ja, genau. Und das zweite ist, Schlagzeile gelesen, es ist ein neuer Kinofilm, kommt jetzt raus oder ist schon rausgekommen von Is. Mhm. Und er soll drin gewesen sein und furchtbar Angst gehabt haben. Ja, furchtbar Angst kann alles heißen. Ja. Nee, er sagte also ganz ehrlich, dass er sich sehr gruselt hat und ja, schockiert war, obwohl also, er das Buch selber geschrieben hat. Der Film ist wirklich ein Riesenhit, muss man sagen. Also ja. Für einen Horrorfilm hat der gigantische Zuschauerzahlen. Wenn diese Folge hier erscheint, ist er in Deutschland auch schon angelaufen. Genau. Bei der Aufnahme jetzt, glaube ich, noch nicht. Nee, ich glaube, ich sagte nur, morgen läuft er an. Ah, übermorgen, alles klar, gut. Weil ich dachte, du wärst letztens schon mal drin gewesen, deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert. Nee, ich war im dunklen Turm. Ja, nicht drüber reden, nicht drüber reden. Nein, la la la. Diesen Film gibt's nicht, egal. Gut, dann danke dir für diesen Hinweis, Christian, weil ich denke mal, das ist ein Film von den paar King-Filmen, die man sich angucken kann, habe ich bei dem noch Hoffnung, dass er da runterfällt. Und wo wir gerade bei King-Filmen sind, wir sind demnächst bei den Kulturpessimisten zu Gast, zwar nur in Teilbesetzung, aber wir werden zu Gast sein und wir werden über den Film von Misery reden. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir die Sendung aufnehmen, aber sie wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit jetzt dann stattfinden und dann natürlich auch verlinkt und veröffentlicht werden auf allen möglichen Kanälen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr reinhört und wir würden uns vor allem auch freuen, wenn ihr da vielleicht Geschmack an den Kulturpessimisten findet. Denn sie machen sehr hübsche Sachen, sehr gutes Zeug und geben sich vor allem in der Recherche auch sehr viel Mühe, da wirklich die Dinge entsprechend ins richtigere Licht zu rücken. Und für unsere nächste Episode werden wir wieder unsere Chronologie ein bisschen brechen. Wir verraten jetzt noch nicht weiter, warum und wie und weshalb und was kommt. Aber es wird eine besondere Folge sein. Also anders als Backup-Hall. Besser. Viel, viel besser. Nein, aber ich denke, es wird langsam. Gut, in diesem Sinne, an der Stelle noch mal ganz kurz die Erwähnung, das könnte man vielleicht da auch gleich einbringen. Es ist auch auf Netflix eine neue King-Serie erschienen, die zumindest Anleihen daran hat. Ich verrate euch den Titel nicht, ihr könnt selbst reinhören. Und wenn ihr das dann rausgefunden habt, wisst ihr auch schon in Grundzügen, was wir in Zukunft mit euch vorhaben. Gut. An dieser Stelle bleibt mir dann nur noch übrig, mich bei unserem lieben Gast zu bedanken. Christian, du warst wie immer fantastisch. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Danke euch, dass ich dabei sein durfte. Und ich danke wie immer den Jonas. Ja, gerne. Du warst auch sehr tapfer. Du hast die Ehre des Buches erfolgreich verteidigt, soweit es ging. Und ich danke natürlich wie immer den Flo, obwohl er mir dieses wunderschöne Zitat vorhat. Du tust so, als hätte ich das Buch gelesen. Und ich danke natürlich. Ich danke natürlich dir erstmal, liebe Dela, dass du uns durch diesen Abend geführt hast. Liebe Hörerschaft, ich danke euch fürs Zuhören. Es hat mir wie immer riesigen Spaß gemacht, für euch zu podcasten. Und wir hören uns dann aller spätestens Mitte Oktober irgendwann zur Zwischenfolge, zur ja nicht chronologischen Folge. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Wir hoffen, ihr hört auch wieder rein. Und ihr passt gut auf euch auf. Ansonsten wollte ich noch ganz kurz anmerken, wenn ihr mitmachen wollt, ihr wisst mittlerweile, wo ihr unsere Leseliste findet. Wenn ihr sie nicht findet, ich habe sie auch in diesem Blogbeitrag nochmal verlinkt. Und ihr könnt sehr gerne mitmachen. Wir können eventuell noch Verstärkung brauchen für Sprengstoff. Ich kann ruhigen Gewissens niemanden andrehen, aber wenn ihr auf Schmerzen steht und uns gerne unterstützen wollt, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euch vielleicht bei uns meldet. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss.
Tschüss.